Moin und herzlich willkommen zum ersten Video aus dem neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und fangen direkt an. Ich zeige euch heute, wie wir eine Falle bauen können, bei der man auf eine Druckplatte tritt und diese dann herunterfällt mit dem Block, auf dem sie platziert war und somit den Spieler mit nach unten reißt. Das ist ein bisschen kompliziert, man braucht ein paar mehrere Commands und Command-Blöcke. Keine Angst, die stehen alle in der Videobeschreibung, das heißt, ihr müsst sie nicht mitschreiben. Ihr könnt sie dann einfach rauskopieren und in die Command-Blöcke so einsetzen, wie ich es euch jetzt zeigen werde. Also sagen wir einfach mal, wir haben hier eine Plattform. Die sieht jetzt einfach mal so aus, relativ einfach. Und hier ist eine Druckplatte drauf, die sieht so aus. Dann wollen wir jetzt, dass sobald wir hier langlaufen und auf diese Druckplatte treten, diese mit dem Steinziegel herunterfällt und wir somit mit herunterfallen. Das Ganze können wir folgendermaßen machen, und zwar brauchen wir dafür wieder einen Command-Block. Den bekommen wir, indem wir den Chat mit T öffnen. Da geben wir ein slash gif at p command-block, da wird es uns schon angezeigt und schon haben wir den. Die Technik würde ich einfach mal ein bisschen weiter weg platzieren. Ich stelle die jetzt einfach mal hier hin. So, das ist unser erster Command-Block. Da schreiben wir bzw. kopieren wir den ersten Command-Block aus der Videobeschreibung rein mit Steuerung C und Steuerung V. Wir müssen hier aber noch ein paar Sachen verändern, bevor wir das benutzen können. Und zwar haben wir hier nur drei Wellen. Was wir hier angeben müssen, sind die Koordinaten der Druckplatte. Die holen wir uns, indem wir zur Druckplatte gehen. Wir schauen da drauf und geben in den Chat slash fill ein. Dann werden uns hier die Koordinaten angezeigt. Das fill können wir wieder rausschreiben. Dann kommt Steuerung A und Steuerung C. Und wir können das Ganze in den Command-Block kopieren. Dann gehen wir hier zu den Wellen, die kommen einmal raus, Steuerung V und dafür die Koordinaten rein. Wichtig ist noch, wenn ihr eine andere Druckplatte habt, also jetzt nicht zum Beispiel die schwarze, dann müsst ihr hier das Polished Blackstone Pressure Plate einfach nur zu Stone Pressure Plate oder zu Oak Pressure Plate ändern, also halt zu derjenigen, die ihr hinplatziert habt. Wir gehen jetzt noch auf immer aktiv und wiederholen und dann müsste unser Command Block so lila ausschauen. Das Ganze können wir jetzt testen, indem wir uns einen Komparator hier ran platzieren, und wenn wir jetzt auf die Druckplatte treten, dann müssten wir hier ein Output bekommen und damit können wir jetzt weiterarbeiten. Und zwar brauchen wir jetzt noch einen Verstärker und später dann einmal Redstone Staub. Den Verstärker platzieren wir einmal hier ran und da kommt jetzt der nächste Command-Block hin. Und hier rein kommt dann der zweite Command aus der Videobeschreibung und der ist relativ simpel, der heißt einfach nur Setblock, dann irgendwelche Koordinaten R. Und hier brauchen wir die Koordinaten von dem Block hier unten drunter. Wir können jetzt die Koordinaten aus dem ersten Command-Block nehmen und dann einfach statt 207 206 schreiben. Das ist nämlich der unten drunter. Wir können sie uns aber auf den gleichen Weg von gerade oben wiederholen. Ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich mir hier die Koordinaten nehme und hier eins abziehe in der Mitte. Und dann müsste das funktionieren. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier drauf treten, dann sind unsere Steinziegel weg. Das funktioniert jetzt aber noch nicht so, wie wir es haben wollen. Und zwar platziere ich das jetzt erstmal wieder hier hin. Und hier kommt jetzt ein weiterer Befehlsblock dran. Das machen wir, indem wir einmal drauf gucken, drücken Shift und platzieren hier einen neuen Command-Block ran. Wichtig ist, dass die Pfeile in die gleiche Richtung gucken. In den hinteren schreiben wir jetzt, bzw. kopieren wir jetzt den dritten Command rein. Und das ist der längste und somit komplizierteste Command. Hier brauchen wir auch wieder Koordinaten. Das werden dann wieder die Koordinaten von dem Steinziegelblock sein, also nicht von der Druckplatte. Die können wir uns ja hier wieder rauskopieren und einmal hier einfügen. So. Das funktioniert jetzt schon mal. Jetzt müssen wir noch angeben, was für ein Block da spawnen soll. Weil was wir hier machen, ist, dass wir mit diesem Command-Block einen fallenden Block erzeugen. Der funktioniert genauso wie Sand. Das bedeutet, wenn der in der Luft schwebt, fällt er runter. Wenn er auf dem Boden ist, dann bleibt er da liegen. Wir müssen dem jetzt hiermit nur quasi einen Skin geben. Wenn wir jetzt hier einfach nur Stone sagen, dann würde jetzt hier ein Steinblock spawnen. Wir wollen aber einen Brick-Block, weil das hier unser Block halt einfach hier Bricks bzw. Steinziegel sind. Wichtig hierbei ist aber noch, dass wir auf immer aktiv und verketten gehen, damit der dann so grün aussieht. So, im Grunde genommen würde unser Command jetzt schon funktionieren. Wir können das ja mal testen. Genau, wir fahren jetzt mit unserem Block herunter. Das einzige Problem ist jetzt, dass das so bleibt. Das bedeutet, wenn man unten wieder respawnt und dann wieder hier respawnt, dann wollen wir auch, dass das hier wieder so ist, wie es vorher war und wir das nicht immer selber platzieren müssen. Dafür platzieren wir uns hier nochmal einen Komparator hin, legen uns hier einfach eine ganz simple Redstone-Leitung und hier noch ein paar Komparatoren. Denen müssen wir so ein bisschen ein
Delay geben, damit die so 2-3 Sekunden warten. Wie ihr das einstellt, das ist völlig egal. Ich mache das jetzt einfach mal irgendwie so. Hier kommt jetzt ein weiterer Command-Block hin und hier kommt der vierte Command aus der Videobeschreibung rein. Der ist auch relativ simpel. Da werden einfach nur die Stone Bricks zurückgesetzt. Hier brauchen wir auch wieder die Koordinaten der Stone Bricks. Die können wir uns ja wieder aus dem grünen oder dem orangenen Block davor zurückholen. Dann haben wir das hier. Und hier kommt noch ein Command-Block ran. Das ist dann somit auch der letzte. Auch hier ist wichtig, dass die in die gleiche Richtung gucken. Und hier kommt dann der fünfte Command rein. Wichtig hierbei ist aber, dass die Koordinaten diesmal wieder die Druckplatte sind. Das bedeutet, wir müssen uns hier wieder die Koordinaten der Druckplatte holen. Und die fügen wir wieder hier ein. Auch hier ist wieder wichtig, dass wir angeben, was für eine Druckplatte das ist. Ich habe jetzt hier wieder diese Blackstone-Druckplatte angegeben. Hier gehen wir noch auf immer aktiv und verketten. Und somit müsste unsere Technik dann fertig sein. Wenn wir jetzt hier drauf treten, dann fallen wir hier runter und unsere Technik bzw. unsere Falle wird zurückgesetzt. Wenn wir jetzt noch haben wollen, dass dieser Block dann zurückgesetzt wird, dann müsst ihr einfach einen Command-Block schreiben, mit dem ihr alle Blöcke, die hier in die Nähe kommen, einfach mit Luft austauscht und somit würde das dann auch zurückgesetzt werden. Oder ihr macht einfach nur ein ganz tiefes Loch und lasst sie dann ins Void fallen. Da werden die dann automatisch gelöscht. Wenn wir jetzt hier drauf treten und nicht damit rechnen, dann fallen wir damit einfach so runter und unsere Technik wird zurückgesetzt. Das war's dann schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir die sehr gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.